Panik. Ich habe so eine Angst. Keine Panik. Bis bald. Es ist schon spät, Julia. Mach schnell. Sehe ich so gut aus? Ja, perfekt. Aber jetzt musst du dich wirklich sehr beeilen. Bis bald. Oh, du gehst zu einem verstellten Gespräch. Die nehmen mich doch. Sowieso nicht. Guten Morgen, sind Sie hier zum Verstellungsgespräch? Ja, guten Morgen. Frau Schlumpu, Frau Rektor, erwarten Sie schön. Nehmen Sie bitte einen Moment im Wartezimmer Platz. Guten Morgen. Guten Morgen, es freut mich sehr, Sie kennenzulernen. Sprechen Sie bitte ein bisschen über sich. Guten Morgen, ich bin Stefan Förster, ich bin 25 Jahre alt und ich habe 3 Fremdsprachen gelernt. Haben Sie schon Filme synchronisiert? Uns ist sehr wichtig, dass unsere Arbeitnehmer bereits Erfahrung gesammelt haben. Leider nein, aber ich bin sehr motiviert und ich möchte viel lernen. Haben Sie schon ein Praktikum gemacht? Nein, ich bin gerade mit der Uni fertig. Welche Schule haben Sie besucht? Ich habe das Fremdsprachengymnasium und die Universität besucht. Letztes Jahr habe ich 2 Filme auf Englisch synchronisiert. Welche Sprachen haben Sie gelernt? Englisch, Spanisch und Italienisch. Ich habe in allen dieser Sprachen C1 Niveau. Super, Frau Taube. Haben Sie andere Erfahrungen? Ja, ich habe während des Gymnasiums ein Praktikum gemacht. Wie ist das abgelaufen? Ich war 2 Monate in den USA. Ich habe den Synchronsprechern geholfen und ich habe selbst einige Sätze synchronisiert. Nasenspangen sind lebenswichtig? Ja! Sie sind spät dran. Lebenswichtig, nehmen Sie bitte im 2. Zimmer Platz und Sie im 3. Wie würden Sie sich denn beschreiben, Frau Lederstagen? Ich bin hilfsbereit, präzise und geduldig. Ich nehme Herausforderungen an und will immer gewinnen. Ich bin sehr positiv und ich helfe gerne anderen. Welche Interessen haben Sie? Reisen und Theaterspielen. Ich bin nach Malta und London gereist und schon als Kind habe ich Theater gespielt. Wie sehen Sie sich in 10 Jahren? Ich werde in 10 Jahren viel mehr Erfahrung als jetzt und eine Arbeit im Ausland haben. Ich sehe mich als amerikanische Filmstar. Interessant. Alle unsere Kandidaten machen Probeste Synchronsprechen. You will never be able to see what lies ahead. Sehr gut, Frau Lebenswichtig. Jetzt lesen Sie bitte einen Satz auf Italienisch. Qualunque cosa accada, sarà sempre al tuo fianco. Sehr gut, da sieht man Ihre Erfahrung. Danke, aber ich habe nicht viel gelernt. Welche Sprachen können Sie außer Englisch? Spanisch und Italienisch. Danke, wir werden Ihnen Bescheid geben. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Hallo. Ich kann es kaum glauben. Wie schon, du musst immer an deine Träume glauben. Wann fängst du an? Nächste Woche!